Leute, Cramix hier, was geht, Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf 10 heftige Videospielmomente, die viel zu weit gingen, reagieren. Von dem Ehrenkanal Wissenswert. Ich würde sagen, wir starten rein in 3, 2, 1. Lasst ein Like und ein Abo da, ihr wisst Bescheid. Let's go mit dem Video. Gegen harmlose Videospiele wie Super Mario haben heutzutage sogar strenge Eltern und konservative Politiker selten noch etwas. Aber immer wieder gibt es auch Momente in Games, die vielen eindeutig zu weit gehen und für riesige Shitstorms sorgen. In diesem Video erwartet euch unter anderem ein Kinderspiel, das in Russland verboten wurde, absolut geschmacklose Mods oder eine Shooter-Mission, die für Deutschland... Also ich würde jetzt schon mal sagen, ich kenne mich ganz gut in der Videospielbranche aus. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier dabei dann ist. Dann viel zu heftig war. Also bleibt unbedingt dran hier bei Wissenswert. Auf der Nummer 8 befindet sich das Spiel Die Sims 4. In dem Game geht es eigentlich völlig harmlos zu. Man baut nämlich zum Beispiel Häuser, schließt Freundschaften und lässt seine Spielfiguren arbeiten gehen. In Russland wurde das Spiel aber offiziell erst ab 18 Jahren freigegeben und kann somit ausschließlich von Erwachsenen gekauft werden. Auch wenn die Sims wohl eines der harmlosesten Spiele überhaupt sind, argumentieren die russischen Behörden, dass die Sims sexuelle Freizügigkeit propagieren. Doch auch wenn es bei den Sims zwar zu stark zensierten sexuellen Handlungen kommen kann, so befürchten viele Kritiker, dass Russland sich insbesondere daran stört, dass in dem Spiel auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften möglich sind. So können in Sims 4 auch Männer Männer heiraten und Frauen mit Frauen zusammen sein. Etwas, das in Russland offiziell als sogenannte homosexuelle Propaganda gewertet wird und dort von der Regierung als schädlich angesehen wird. Nur deshalb... Krass, dass die in Russland auch noch so hinten dran sind, ne? Ist das Spiel nicht mehr zugänglich für Kinder und Jugendliche, was natürlich vor allem im Ausland für sehr viel Kritik sorgte. Weiter geht's mit der Nummer 7 und einem heftigen Skandal aus dem Spiel GTA San Andreas von Rockstar Games. Die GTA-Reihe ist natürlich nicht gerade dafür bekannt, dass es hier besonders harmlos zugeht. Denn Autodiebstähle, Schießereien und Verfolgungsjagden mit der Polizei gehören hier zum ganz normalen Spielgeschehen. Nachdem jedoch ein kleines Minispiel entdeckt wurde, das die Entwickler im Game versteckt hatten, gab es einen riesigen internationalen Shitstorm. Bei der sogenannten Hot Coffee Mod konnte man mit der Hauptfigur CJ, die man steuert, nämlich Geschlechtsverkehr mit dessen Freundin haben und dabei genau bestimmen, was CJ tut. Hier gibt es ja auch für GTA 5 diese Hot Coffee Mod, ja. Hatte ich auch mal installiert gehabt, aber nur für Videozwecke natürlich. Das Minispiel war zwar nur mittels einer Modifikation aufrufbar und war ohne diese auch nicht im normalen Spiel zu finden, aber es wurde von Rockstar Games selbst in GTA San Andreas eingebaut. Und genau dieser Umstand sorgte bei Politikern für so viel Empörung, dass das Spiel im Nachhinein auf eine Altersfreigabe ab 21 hochgestuft und sogar aus dem Handel genommen wurde. Rockstar Games nahm das Minispiel anschließend komplett aus GTA San Andreas raus und sorgte mit einem Patch für die Originalversion dafür, dass diese abstürzt, sobald man versucht, das Hot Coffee Minispiel aufzurufen. Ich finde es jetzt nicht schlimm, weil es ist GTA 5 und das Spiel ist ja so schon ab 18 so. Also es ist ja nicht so, dass Kinder das machen können. Und außerdem braucht man dann zusätzlich nochmal eine Mod, die man installieren muss, um da ranzukommen. Also ich würde deswegen Rockstar Games jetzt nicht haten, aber ich bin halt auch ein GTA-Fan. So, ne? Rufen. Kommen wir nun zur Nummer 6. Ist ja nicht so, dass Kinder das Videospielmoment, den die meisten wohl harmlos finden dürften, der aber trotzdem einige Menschen enorm aufregte. Und zwar geht es um das Spiel Super Mario 3D Land, das vor 10 Jahren für den Nintendo 3DS erschien. Geil. Das Jump'n'Run-Spiel ist in Deutschland schon ab einem Alter von 6 Jahren freigegeben und in dem Spiel macht man eigentlich genau das, was man auch sonst in fast jedem anderen Super Mario Spiel macht. Nämlich durch die Gegend laufen, hüpfen, Gegner platt machen und Prinzessin Peach retten. Allerdings ist Mario in diesem Spiel auch immer wieder in einem Waschbärenkostüm unterwegs und das ging der Tierschutzorganisation PETA eindeutig zu weit. PETA war nämlich der Meinung, dass im Spiel so suggeriert werden würde, dass es völlig okay
sei, Pelz zu tragen und den Tod von Tieren so in Kauf zu nehmen. Aus Wut entwickelte Peter dann sogar ein eigenes Minigame, in dem man einen Waschbären steuert, der Mario jagt. Hierbei trägt Mario dann auch noch ein blutiges Waschbärenfell. Der Nummer 5 Wie kann man denn so übertreiben? So, ich meine, Tierschutzorganisation, klar, richtig und wichtig, Leute, aber Alter, Super Mario ist doch immer so, dass er diese Pilze nimmt und dann besondere Fähigkeiten bekommt. Mal kann er Feuerbälle schießen, mal, keine Ahnung, wird der groß oder so. Und ey, nur weil er dann diese Waschbärfähigkeit hat, so mit einem Schweif, so, Alter, mein Gott, also, Digga, gibt's keine anderen Probleme so? Findet sich kein einzelner Moment aus einem Videospiel, sondern direkt ein ganzes Spiel, was bei Millionen von Spielern weltweit für Empörung sorgte. Die Rede ist hierbei von dem Actionspiel Cyberpunk 2077. Das war auch größter Fail, das Game, wirklich. Die haben das ja über 3 Jahre gefühlt immer wieder verschoben, also richtig lang. Und dann kam es raus und es war einfach so schlecht, das Spiel. Das im letzten Jahr erschien. Der Entwickler CD Projekt Red war vor allem für sein als Meisterwerk betrachtetes Spiel The Witcher 3 bekannt. Und so waren die Erwartungen der Fans an Cyberpunk 2077 enorm hoch. Schon lange vorher gab es vielversprechende Trailer zum Spiel mit beeindruckender Grafik und heftigem Gameplay. Und so bestellten auch Millionen von Gamern das Spiel voller Vorfreude vor. Als das Game dann aber ausgeliefert wurde, stellte sich heraus, dass es tatsächlich noch so unfertig war, dass es sich gar nicht spielen ließ. Die Grafik war matschig, die Framerate katastrophal, Texturen luden erst verspätet und das Spiel war auch sonst voller Fehler. Und wie gesagt, die haben das ja schon 10-mal verschoben, also ich weiß auch nicht, was die da gemacht flogen haben. Flogen wahllos durch die Luft, die KI der Passanten ergab gar keinen Sinn und Cyberpunk 2077 war somit kaum noch spielbar. In der Folge verlangten viele wütende Spieler ihr Geld zurück, das Studio musste einen massiven Shitstorm erleiden und sogar die Aktie des Unternehmens stürzte an den Börsen massiv ab. Kommen wir nun zur Nummer 4 und einer Möglichkeit in GTA Online Geld zu verdienen, die vielen einfach viel zu weit ging. Und zwar geht es um das Cocaine Business Empire. Wie der Name schon verrät, kann man hier ein komplettes Business mit illegalen Substanzen in der Online-Welt aufbauen und regelt dann alles vom Einkauf der Zutaten über die Herstellung. Ja, mein Gott, es ist GTA 5. Das ist ein Spiel, wo man einen Gangster spielt. Was erwartet ihr? Man kann auch Überfälle machen, Banken ausrauben. So, ja? Der Drogen bis zum Verkauf. So kann man sich im Spiel nach und nach ein riesiges illegales Rauschgift-Imperium aufbauen und zu einem wahren Drogenboss werden. Natürlich sorgte das für ordentlich Kritik. Aber deswegen ist GTA 5 ja auch ab 18. Vor allem bei Eltern, deren Kinder die Mod spielten. Schließlich werden so eine Fehler wissenswert, das ist keine Mod, das war ein Update von GTA 5 Online, also das ist keine Mod. Nämlich illegale Substanzen verherrlicht. Und tatsächlich greifen manche Spieler auch in der echten Welt zu ihnen, wie schließlich ein 11-jähriger Junge merken musste. Er hatte sich nämlich eine gebrauchte Version des Spiels gekauft und fand in der Verpackung dann einen Plastikbeutel mit dem gefährlichen weißen Pulver. Da hat er halt sich ein gebrauchtes Spiel von irgendeinem Chunky gekauft, der da was versteckt hat. Das liegt ja jetzt aber nicht an GTA 5 so. Also das ist ja lost. Und wie gesagt, wenn die Eltern, das Spiel ist ja ab 18, wenn Eltern das ihren Kindern kaufen, dann sind die Eltern halt auch einfach selbst lost, weil es hat schon Sinn, dass das ab 18 ist. Auf der Nummer 3 befindet sich die Neuauflage eines Kult. Also versteht mich nicht falsch, vielleicht liegt es auch dran, dass ich einfach GTA-Fan bin, aber ich finde, dass man weiß das ja, wenn man GTA kauft, so, ne? Klassikers, die im letzten Jahr bei Strategiespielfans für eine riesige Empörung sorgte. Ja, der Publisher Warcraft Blizzard 3. Games veröffentlichte 2020 nämlich ein Remake von Warcraft 3 Reign of Chaos. Da war ich auch sehr enttäuscht, Leute. Was auch viele Jahre nach seinem Erscheinen noch enorm beliebt war. Bei der Neuauflage machte der Spielehersteller dann aber tatsächlich
ich so ziemlich alles falsch, was nur möglich war. Der Mehrspielermodus war zum Beispiel total verbuggt. Beliebte Features aus dem Original wie automatisierte Turniere wurden einfach gestrichen und insgesamt wurden alle vorher geweckten Hoffnungen auf ein gutes Remake zerstört. Was die Spieler dann aber am meisten aufregte, war, dass man die alte Originalversion gezwungenermaßen auf die neue Version updaten musste, um das Spiel überhaupt noch spielen zu können. Innerhalb kürzester Zeit sammelte Warcraft 3 so viele schlechte Bewertungen, dass es schließlich zum schlechtesten Spiel des Jahres gekürt wurde. Weiter geht's mit der Nummer 2 und mit GTA 5. Und zwar nicht mit dem eigentlichen Spiel, sondern mit von Fans entwickelten Mods. Während die meisten Modifikationen einfach nur witzig sind, gibt es allerdings auch immer wieder welche, die einfach nur zu weit gingen. So wurde vor ein paar Jahren zum Beispiel tatsächlich eine Nazi-Mod veröffentlicht, in der man in die Rolle von NS-Soldaten schlüpft und dann die Stadt angreift. Sogar verbotene Symbole sind deutlich zu erkennen, was verständlicherweise viele Spieler aufregte. In einer anderen Mod, die vielen deutlich zu weit ging, kann man mit Charakter Franklin die Ehefrau von Hauptrolle Michael verführen und so dann mit ihr auf Dates gehen oder auch gemeinsam tanzen. Die Mod ist ziemlich bizarr, da es dort sogar möglich ist, dass Franklin sich nicht nur auf Dates mit Amanda, also der Frau von Michael, vergnügt, sondern sogar noch weiter geht. Aber auf diese Details gehen wir nun nicht weiter ein. Kommen wir nun zur Nummer 1 und dem Spiel Call of Duty Modern Warfare 2. Also ich finde sowieso, Mods darf man da ja gar nicht mit einbeziehen, weil ey, da muss man sich ja, da kann ja der Spielehersteller nichts dafür, das sind ja Leute, die das erstellen und da muss man ja sich das bewusst runterladen, installieren und so. Also, ja, da finde ich nicht schlimm. Auch, klar, diesen Nazi-Mod, was da war und so, klar, ist natürlich scheiße, aber da kann der Spielehersteller ja nichts dafür. Das sind ja Leute, die sich das bewusst runterladen und das sind ja dann keine Ahnung, was für Leute so. Dass in diesem Spiel geschossen wird und es Gewalt gibt, wissen wir alle. Schließlich handelt es sich bei der Call of Duty-Reihe um einen Shooter, die man hierzulande erst ab 18 Jahren spielen darf. Eine Mission in dem beliebten Spiel war der USK, die für die Altersfreigabe von Games verantwortlich ist, dann aber selbst für volljährige Spieler deutlich zu heftig. Und so musste diese in Deutschland zensiert werden. In der Mission Kein Russisch ist man nämlich als Spion mit einer Terroristengruppe an einem Flughafen Terminal unterwegs. Und damit man hier nicht als Spion auffällt, soll man tatsächlich unschuldige Zivilisten erschießen. Der Hersteller des Spiels sagte, dass man so zeigen wolle, wie grausam der Terrorismus ist. Aber dieses Argument ließ man in Deutschland nicht gelten. Und so bricht die deutsche Version sofort ab und die Mission ist gescheitert, sobald man auf unschuldige Menschen schießt. Das war's dann auch schon mit unserem. Ja, okay, das kann ich schon verstehen. Das ist schon grenzwertig, da so unbewaffnete Leute da so einfach niederzuschießen. Das finde ich schon gut, dass sie das zensiert haben. Ja. Aber gut, Leute, das war's gewesen. Schreibt eure Meinung wie immer unten in die Kommentare und lasst ein Like und ein Abo da und bis dahin haut da rein, Leute. Euer Crimex. Ciao.